Seit inzwischen fast 35 Jahren ist er Teil von Deutschlands Fernsehlandschaft. Und heutzutage wäre Günther Jauch von dort auch gar nicht mehr wegzudenken. Er machte sich vor allem als Moderator der beliebten Quizshow Wer wird Millionär einen Namen. Eine Umfrage ergab einmal, dass Günther Jauch der beliebteste Deutsche ist. Viele könnten ihn sich sogar gut als Bundeskanzler oder Präsidenten vorstellen. Wie er vor der Kamera ist, weiß jeder. Doch was für ein Mensch ist Günther Jauch eigentlich abseits der Fernsehstudios? Und nein, dies wird kein Bericht über Günther Jauchs Beziehungen, seine Familie und Kinder oder irgendwelche intimen Details oder Klatsch. In diesem Video wollen wir die Frage beantworten, welche Ambitionen, welche Interessen, aber auch welche Schwierigkeiten Deutschlands beliebtester Einwohner in seinem Leben so hat. Beginnen wir mit der Frage, wie Jauch überhaupt erst so beliebt und erfolgreich wurde. Über seine Kindheit ist wenig bekannt. Er erregte allerdings in einer Talkshow einmal Aufsehen mit der Aussage, dass seine Kindertage keine witzige Zeit waren. Er war schwer erziehbar und möchte heutzutage nicht noch einmal jung sein. Als Jauch damals noch recht jung war, begann er seine Karriere als Sportmoderator im Radio. 1958 hatte er dann zusammen mit Thomas Gottschalk eine eigene Radioshow, in der sich die beiden immer wieder gegenseitig aufzogen. Schon während dieser Zeit war Jauch ebenfalls im Fernsehen tätig. Erst bei ZDF-Shows wie So ein Zoff und Siehste, dann wechselte er 1990 zu RTL und moderierte dort bis 2011 Stern TV. Doch eine Show veränderte für Jauch alles, und zwar Wer wird Millionär? Seit 1999 ist er inzwischen der Moderator der Quizshow und seine Beliebtheitswerte gingen regelmäßig durch die Decke. Besonders geschätzt wird an ihm seine offene und lockere Art. Man meint, man kennt Günther Jauch, doch eigentlich tut man das nicht wirklich, denn Jauchs Leben ist überaus privat und das ist auch so gewollt. Wo Prominente wie Dieter Bohlen oder Heidi Klum private Momente auf Social Media und in der Klatschpresse für die Öffentlichkeit zugänglich machen, ist das bei Günther Jauch nicht der Fall. Er besitzt keinen Facebook, Twitter oder Instagram-Account, denn wie er mal in einem Interview erklärte, fände er es ein wenig nervig, Menschen über allerlei Kleinigkeiten aus seinem Leben zu informieren. Stattdessen folgt er ganz anderen Ambitionen. Eine davon, die wohl größte neben seiner beruflichen Tätigkeit als Moderator, ist der Anbau eigener Weine. Günther Jauchs Vorliebe zum Winzern entstand allerdings nicht einfach so. Seine Familie hat bereits eine 200-jährige Tradition, eigene Weine anzubauen. Als das historische Weingut seiner Familie an Interessenten verkauft werden sollte, wollte Jauch die Tradition seiner Familie retten und kaufte das Weingut einfach selbst. Sein Weingut ist so bedeutend, dass es sogar einen eigenen langen Wikipedia-Artikel hat. Im 16. Jahrhundert wurde es erschaffen und heutzutage bereitet es Jauch einiges an Arbeit, wie er in einem SWR-Interview erklärte, denn der Weinanbau ist äußerst komplex, besonders auf einem so historischen Betrieb. Um den hohen Qualitätsstandard zu erfüllen, müssen einige Angestellte den Hof bewirten. Vor 8 Jahren kaufte Günther Jauch sogar noch ein weiteres Weingut, das ebenfalls ursprünglich einem Vorfahren von ihm gehörte. Seit neuestem bietet Jauch seine Weine sogar bei dem Discounter Aldi an. Unter dem Namen Günther Jauch Rot und Günther Jauch Weiß werden die Weine für 5,99 Euro verkauft. Man kann also schon mal sagen, dass Jauch auch außerhalb des TV-Studios äußerst fleißig ist. Er besitzt jedoch nicht nur mehrere Weingüter, Günther Jauch ist ebenfalls Eigentümer einer Firma mit um die 150 Mitarbeitern und knapp 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Und zwar gehört ihm die Information und Unterhaltung TV-Produktion GmbH. Die Firma produziert alle möglichen TV-Sendungen, bei denen Günther Jauch auftritt, aber auch andere Formate wie Stern TV oder die ARD-Show Klein gegen Groß. Nur Wer wird Millionär? Jauchs beliebteste Sendung wird nicht von dem Kölner TV-Studio produziert. Doch wir sind immer noch nicht fertig mit seinen anderen geschäftlichen Ambitionen, denn Jauch eröffnete vor kurzem sogar sein eigenes Restaurant. Das Restaurant befindet sich, wie auch seine Weingüter, in einem historischen Altbau. Und zwar in der 1914 errichteten Potsdamer Villa Kellermann. Wenn man alle seine zusätzlichen Unternehmungen betrachtet, fällt auf, dass Günther Jauch neben seiner Tätigkeit als der Moderator von Wer wird Millionär tatsächlich noch einige weitere Einkommensquellen besitzt. Laut dem Kurier soll sich sein Vermögen auf knapp 60 Millionen Euro belaufen. Doch Günther Jauch erklärte bereits öfters, dass er kein Leben entsprechend seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten führt. Ganz im Gegenteil, Günther Jauch ist dafür bekannt, dass er öfters große Summen
an gemeinnützige Zwecke spendet. Seine Einnahmen aus Werbetätigkeiten soll er sogar vollständig gespendet haben. Seit 10 Jahren übernimmt er zum Beispiel auch alle laufenden Kosten der Potsdamer Arche, bei der bedürftige Kinder kostenlos Essen erhalten. Es gibt eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch Jauchs Privatleben zieht: seine Vorliebe für alte, historische Bauwerke. Er finanzierte maßgeblich den Wiederaufbau eines Eingangstores am Potsdamer Stadtschloss und zahlreiche weitere historische Bauwerke, wie den Potsdamer Marmorpalais, den Klöbersaal, die Neptungrotte und das Schloss Belvedere, in welchem er sogar heiratete. Nicht nur alte Bauwerke faszinieren Jauch, sondern auch Oldtimer. Insgesamt hatte er schon über 20 bis 25 Autos in seinem Besitz. Vor allem begeistern ihn Autos von preiswerteren Automarken. Porsche oder Ferrari kann er nach eigenen Angaben eher wenig abgewinnen. Das sind all die Dinge, mit denen sich Günther Jauch in seiner Freizeit gerne beschäftigt. Es gibt auch etwas, mit dem sich der beliebte Moderator sehr ungern auseinandersetzt. Denn aufgrund seines zurückgezogenen und für einen Prominenten seiner Größe fast schon geheimnisvollen Privatlebens wird Jauch häufig Opfer reißerischer Überschriften in der Klatschpresse. Doch Jauch lässt sich so etwas in der Regel nicht einfach so gefallen. Er geht dagegen vor, nicht selten auch gerichtlich. Häufig müssen die Zeitungen dann Gegendarstellungen veröffentlichen. Wenn man sich diese mal ansieht, erkennt man erstmal, wie skurril einige Klatschzeitschriften diverse Informationen über Jauch völlig aus dem Kontext reißen. Zum Beispiel hieß es mal in der Woche der Frau: Günther Jauch, Sterbedrama um seinen besten Freund. Hätte er ihn damals retten können? In der Gegendarstellung erklärte Jauch, dass er einen Freund aufgrund einer Krankheit verlor und er so auch keinerlei Einfluss darauf haben konnte. Noch skurriler ist eine Überschrift in der Zeitung Woche Heute mit dem Titel Günther Jauch Entführungsdrama. Bei so einer Überschrift vermutet man wohl, dass Günther Jauch oder ein ihm nahestehender Verwandter entführt wurde. Doch tatsächlich wurde nur in einem fiktiven Roman von einer Entführung Günther Jauchs berichtet. In der Gegendarstellung erklärte Jauch nur: Es gibt im Zusammenhang mit meiner Person keinen Entführungsfall. Es existieren noch zahlreiche weitere Fälle von solchen Gegendarstellungen und ebenso viele falsche und reißerische Behauptungen über Skandale, die Günther Jauch angeblich hätte. Doch eigentlich ist Günther Jauchs Leben abseits der Kameras äußerst skandalfrei. Sein Privatleben unterscheidet sich kaum von jemandem, der nicht bekannt ist und kein großes Vermögen besitzt. Es ist allerdings gerade dieser zurückgezogene, eher öffentlichkeitsferne Lebensstil, der Jauch für Boulevardzeitungen so interessant macht. Wo normale Privatpersonen allerdings gut vor öffentlicher Berichterstattung geschützt sind, ist das bei Günther Jauch nicht mehr der Fall. Er ist nämlich eine sogenannte Person des öffentlichen Lebens. Rechtlich gesehen ist es Zeitungen daher gestattet, über Dinge aus der Privatsphäre einer prominenten Person zu berichten. Vor allem, wenn diese Dinge von großem öffentlichen Interesse sind. Wie zum Beispiel eine Hochzeit. Günther Jauch wollte damals nicht, dass Zeitungen über Ort und Datum der Hochzeit öffentlich berichten und ließ daher auch viele Medien im Vorab der Hochzeit mitteilen, dass er eine ausführliche Berichterstattung über seine Heirat untersagt. Doch die Zeitungen hielten sich nicht dran und berichteten teilweise sehr detailliert über seine Hochzeit. Jauch und seine Frau zogen dann dagegen vor Gericht. Doch ihre Klage scheiterte, denn Günther Jauch wäre eine Person von, Zitat, überragender Bekanntheit. Jauch wollte dieses Urteil des Oberlandesgerichts nicht akzeptieren und zog sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und scheiterte auch dort. Für ihn eine ärgerliche Niederlage, die zeigt, dass berühmte Prominente nicht alles vor der Öffentlichkeit geheim halten können und teilweise mit der Öffentlichmachung leben müssen. Jauch entwickelte für seinen Umgang mit der Presse eine sehr radikal wirkende Maßnahme. Wo Prominente häufig offen über ihren Alltag und ihre Probleme reden, geht Jauch sämtliche Kommunikation mit Zeitungen und Fernsehsendern sehr politisch und vorsichtig an. Die Zeitung Potsdamer Neueste Nachrichten schrieb einmal über Jauch: Er lebe so, als verdiene er sein Geld nur rein zufällig damit, sein Gesicht in die Kamera zu halten. Selbst seriösen Medienquellen gibt er kaum Interviews. Und wenn, dann achtet er immer bewusst darauf, dass seine Aussagen so formuliert sind, dass sie unmöglich verdreht werden können. Er ist schließlich Journalist und weiß so, zu welchen Leistungen diese fähig sind. Und so lässt sich abschließend eine Erkenntnis über das Privatleben von Jauch festhalten. Er lebt ein gewöhnliches Leben mit
ungewöhnlich großen Wohltaten und ist so, vielleicht nicht zu Unrecht, Deutschlands beliebtester Einwohner. Was haltet ihr denn von Günther Jauch? Und was denkt ihr über die Art und Weise, wie Jauch sein Privatleben handhabt? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!